Hast du eigentlich schon den SpongeBob-Burger probiert, beziehungsweise hast du es noch vor? Was ist der SpongeBob-Burger? Ist der offiziell irgendwo im Laden oder bei irgendeiner Kette oder so? Weil es ist ein SpongeBob-Burger ist ja was anderes als ein Krabbenburger, oder? Niemand kann wissen, wie ein Krabbenburger überhaupt schmeckt oder was da drauf ist. Man weiß ja nicht mal, woraus die Buletten in Bikini Bottom bestehen. Burger King. Okay, Burger King hat jetzt einen SpongeBob-Burger. Lass das nicht den alten Sprecher von Patrick wissen, dass sie immer noch irgendeinen Deal mit Burger King machen. Das sind alte Wunden. Man weiß nicht, woraus das Fleisch ist, aber den Belag hat SpongeBob im Gedächtnisverlust, die Folge mit Blubberband, aufgezählt. Genau, aber es fehlt die Geheimformel, dieser süchtig machende Anteil, der in manchen Folgen suggeriert wird. Und hin und wieder sprechen sie auch von Geheimsoße. Ja, und die Reihenfolge ist auch nicht offiziell, weil, ich weiß nicht, ob sie das absichtlich gemacht haben oder nicht, aber in der Folge mit Blubberband zählt er zweimal eine andere Reihenfolge auf. Am Anfang sagt er, und zwar genau in dieser Reihenfolge, und macht später in einer anderen Reihenfolge. Und das, obwohl die gesamte Folge sich darum dreht, dass er die Reihenfolge vergisst und es nicht mehr drauf hat. Und ich verstehe es nicht. Das habe ich mich damals gefragt, ich frage mich das bis heute. War das Absicht? Was ist da passiert? Es muss irgendwie Absicht sein. Aber insofern ist die Reihenfolge beim Krabbenburger anscheinend egal. Oder sie ist auch geheim. Und deswegen haben wir nie die echte Reihenfolge gezeigt bekommen in der Serie, aber theoretisch hat SpongeBob beide Mal es richtig gemacht, nur wir dürfen es nicht sehen. Ich weiß aber nicht, ob sie es vielleicht auch nur im Deutschen falsch übersetzt haben und er sagt es zweimal anders, aber animiert ist es richtig oder so. Ich habe nicht genau drauf geachtet, das hätte ich jetzt mal machen können, wo ich die Folgen auf Amazon Prime hatte. Die gibt es ja nicht mehr, was eine Konstante aus meinem Leben ist, die mir Amazon gestrichen hat, und das war fast so schlimm, wie dass sie Subs von 5 auf 4 Euro runtergenommen haben. Ein Krabbenburger, extra Zwiebeln. Eine Quasselbude. Quasselbude kommt sofort. Erst Brötchen, dann Bulette, gefolgt von Ketchup, Senfgürkchen, extra Zwiebeln, Salat, Käse, Tomate und Brötchen in dieser Reihenfolge. In dieser Reihenfolge. Nicht klar, dass ich es nicht kann. Ich kann's nicht, Mr. Krabs. Ich bin ein Versager. Sag doch sowas nicht. Kapierst du das denn nicht? Du kolossaler Geizkragen. Aller Geizkragen. Ich krieg keinen doppelten Krabbenburger mehr auf die Reihe. Ich kann keine Bulette aufs Brötchen legen mit Salat, Käse, Zwiebeln, Tomate, Ketchup. Ja, da, komplett anders. Ketchup, Senf kam viel früher. Senf und Gürkchen und Brötchen und zwei. Die Gürkchen waren auch nicht als letztes. Es ist so seltsam. Senf, Gürkchen, extra Zwiebeln, Salat, Käse, Tomate und Brötchen in dieser Reihe. Ganz anders. Also wirklich irgendwie falsch. Also das Fleisch ist beide Male unten und der Rest ist einfach völlig egal. Aber warum sagt er dann extra sowas wie, und zwar in dieser Reihenfolge, und ich weiß nicht, ob ich da einfach nur irre bin wegen meinem Zitat-Brain und so, aber das ist mir eigentlich relativ direkt aufgefallen. Ich musste es nicht mehr so genau vergleichen. Ich dachte mir so, wait, das erste Mal sagt das ja anders, weil ich schon diese Sprachmelodie von ihm im Kopf hatte, wie er es gleich sagen müsste, und er hat es nicht getan, deswegen. Etwa ein Fehler in der SpongeBob-Blog. Ich glaube nicht, dass man das einfach verkackt als Animator und als Storyboard-Artist und so. Das muss irgendwie Absicht gewesen sein, oder? In dieser Reihenfolge ist bestimmt ein Gag. Ja, ich habe es immer so aufgefasst, aber mich würde trotzdem interessieren, was genau das sollte. Wisst ihr, wie ich meine? Also, ob es einfach nur der Joke ist. Wollen wir es kurz direkt nebeneinander packen, das fühle ich gerade irgendwie. Ich hatte diese Folge auch als Hörspiel mit diesem einen Sprecher, der da einfach einem zwischendrin erzählt, was gerade zu sehen wäre. Ich dachte früher immer, die Hörspiele wären Original Stories, aber es war einfach nur die Fernsehshow als... Man nimmt die Sounds der Fernsehshow, macht ein Hörspiel raus, auch sehr, sehr cheap, aber ich hab's enjoyed. Was natürlich eigentlich gar keinen Mehrwert, weil ich die Folge eh kenne. Aber ich konnte sie mir im Kopf dann vorstellen, während ich die Sounds gehört habe, das war ganz nett. Vielleicht habe ich da schon gecheckt. Hä, er sagt ja beide Male was anderes. Versager. Sag doch sowas nicht! Kapierst du das denn nicht, du kolossaler Geizkragen? Ich krieg keine doppelten Krabbenburger mehr auf die Reihe! Ich kann keine Bulette aufs Brötchen legen mit Salat, Ketchup, Senfgürkchen, extra Zwiebeln, Salat, Käse und Tomaten und Brötchen in dieser Reihenfolge. Alter, wie gut ich das hingekriegt habe. Das war ja kompletter Schwachsinn. Also wirklich ganz anders. Ist denn die Animation vergleichbar? Nee, die Gürkchen sind hier unten. Da oben ist der Salat. Die Tomate ist, also der Käse ist hier kurz vor Schluss. Hier ist er direkt nach dem Salat. Also jetzt eindeutig bewiesen, oder? Ich wusste doch, ich habe da... Meine SpongeBob-Expertise hat mich nicht enttäuscht, würde ich damit sagen. Er tut auch irgendwie nicht mehr Zwiebeln drauf, obwohl extra verlangt wird. Stimmt, eine Quasselbude extra Zwiebeln. Vielleicht ist das der Unterschied. Das könnte man argumentieren, dass er in irgendeiner Form, es sieht zwar nicht danach aus, aber dass in irgendeiner Form das Rezept anders ist, wenn extra Zwiebeln verlangt werden, dass er dann die ganze Reihenfolge ändern muss, weil die extra Zwiebeln irgendwie dicker sind oder dicker geschnitten. Da haben wir es doch.
Oh, zum Glück konnten wir diese Kontroverse noch klären. Viele Folgen, auch diese, kenne ich ausschließlich vom Hörspiel. Auditiv kenne ich sie, aber visuell sind sie mir neu. Neu finde ich krass, dass du es ausschließlich kennst. Also ich habe auf jeden Fall die Hörspiele viel später bekommen, als ich die Folgen gesehen habe. Aber ich weiß auch nicht, ob ich alle Folgen von den Hörspielen schon gesehen habe, weil es lief halt im Fernsehen. Und immer wenn es lief, habe ich es geliebt und gefeiert und auch gern angeguckt. Und irgendwann wusste ich auch, welche Uhrzeit ich ready sein muss. Abends vom Zähneputzen noch ein bisschen SpongeBob. Das waren die schönsten Zeiten wirklich. Und deswegen habe ich ganz spät erst heldenhafte Superhelden im Ruhestand. Boah, es bröckelt. Das SpongeBob-Wissen, es bröckelt. Aber das habe ich eh nie versucht, auswendig zu lernen, wie die Folgen heißen. Das ist nur automatisch passiert, dass ich es meistens hinkriege. Also ich hatte legit jede Folge gefühlt schon dreimal gesehen in meinem Leben und die noch nie. Die ist mir immer entgangen. Und die Doppelfolge, also die andere dazu auch. Und dann hat mir der Bruder von einer Freundin davon erzählt, von dieser Folge. Und ich war mir so sicher, er lügt mich an. Ich dachte, er denkt sich das alles aus. Und ich saß und so, hab so zugehört und so, ja, voll die coole Folge, ja, stimmt. Aber ich dachte so, hey, ich kenne die nicht, ich hab die noch nie gesehen, der labert doch. Und dann lief sie kurz darauf direkt im Fernsehen, so richtiger Schicksalsschlag, einfach so, nur um mich zu ärgern. Und dann wusste ich, okay, krass, ich habe einfach eine SpongeBob-Folge mehrere Jahre nie gesehen, weil einfach die Sendezeiten, weil ich das genauso unlucky immer verpasst habe. Und dann dachte ich mir, gibt es noch mehr alte Folgen, die ich nicht kenne? Ich dachte, ich habe doch jede Folge jetzt 10, 20 Mal gesehen. Und dann kam noch eine, die ich nicht kannte. Das war wild, das war auch ein cooles Gefühl. Wäre geil, wenn es immer noch eine gäbe. Wenn es jetzt plötzlich eine gäbe, die ich nie gesehen habe, das war das Ding bei der Shanghai-Folge, dass da verschiedene Enden existieren, die in Deutschland, glaube ich, nie übersetzt wurden. Das ist so uncanny. Die Folge Geisterfahrer wurde, glaube ich, hier jetzt auch, oder im nachdem sie das erste Mal in Amerika ausgestrahlt wurde, mit der Folge Die Wanne ist voll zusammen ausgestrahlt, weil man so einen Lückenfüller brauchte. Deswegen war Die Wanne ist voll auch so seltsam. Wenn man drauf achtet, ist der Artstyle schon ein bisschen neuer. Das Writing ist ein bisschen weird im Vergleich zu anderen Folgen, weil es halt keine gesamte, ganze Folge ist, sondern die Wannes-Folge ist ja schon eine etwas interessante Folge einfach. Und das liegt daran, dass sie ein Lückenfüller sein musste, weil diese Folge war eigentlich ein Patchy-Special, aber live. Das wurde einmal in Amerika ausgestrahlt mit echten Anrufen, die dazwischen reinkamen. Oder zumindest, du konntest anrufen und dann voten, wer den Wunsch am Ende der Folge bekommt. Also wer den dritten der vermasselten Wünsche aussprechen darf. SpongeBob, Thaddäus oder Patrick, den der Holländer ihnen gewährt. Und da konntest du anrufen und Patchy hat zwischendrin so Stuff gelabert und moderiert und so. Und das ist das Shanghai SpongeBob Special. Ihr könnt mitentscheiden, wie die Folge ausgeht. Und deswegen gibt's diese zwei Enden in Deutschland einfach gar nicht. Es gibt nur das, was gewonnen hat auf Deutsch. Und ich glaube, die beiden anderen, die wurden nämlich trotzdem gezeigt, bevor man gesagt hat, wer jetzt gewonnen hat. Wish. That's right. And you know what I wish? No. I wish that I had never met you two barnacle heads before in my entire life. So be it. Hi there. Und so habe ich mich gefühlt, als ich das gesehen habe, dachte ich so, wait, was? Es gibt Content aus den ersten drei Staffeln, den ich nicht kenne? I don't believe we've met. My name is SpongeBob and this is my associate Patrick. Hi. That's not what I meant. Well, now that introductions are out of the way, it's time for dinner. And what did you say your name was? Sie werden einfach gefressen. Dieses ganz seltsame Ending von SpongeBob hat zwar gewonnen, aber das, wo er ein Vegetarier ist und sie dann um seinen VW-Bus herumjagt mit dem Peace-Symbol und wo er so ein fucking Hippie ist, Squidward, I'm your neighbor. Die ist im Vergleich hierzu ja sogar noch seltsamer eigentlich, aber es gab einfach das Squidward-Ending. Thaddäus hat gesagt, yo, ich hätte die beiden lieber gar nicht erst kennengelernt. Dann kennen sie ihn nicht mehr und dann werden sie einfach gefressen. Liegen sie einfach auf dem Teller. Die Klamotten. Und natürlich die fucking Dinnersocke, die er behalten durfte. Die hat er nicht verloren, sein Appetit war da, hat sich voll gefressen. Und ja, auf gute alte Thaddäus-Art nerven sie ihn weiterhin. Und dann Patricks Ende. Ich glaube, es gab es bei uns, wurde gar nicht erst übersetzt. Die Schokomilchwerbung können wir auch noch gucken. Eternity is a very long time. Understand? Patrick, you've got to think harder than you've ever thought before. Boah, das war so schön. Es ist so schön, diesen zweite Staffel Animationsstil zu, ich glaube zweite, Animationsstil zu sehen und erst in 2016 davon zu erfahren. Irgendwie zu der Zeit habe ich es, glaube ich, rausgefunden. Not gonna do it. Think harder. Das
war so richtig, oh, das war einfach neuer Content im alten Stil, das war magisch. Dadurch sieht das schon fast gar nicht mehr aus wie die alten Folgen, weil es so anders ist, also so noch nie gesehen, dass ich so, dass es fast so ein bisschen so ist, als ob ich, ja, ich bin wahrscheinlich sehr voreingenommen gegenüber den neuen Staffeln, deswegen sieht alles Neue gar nicht mehr so gut aus wie das Vertraute. Aber hier. Okay, I got it. Ist das eigentlich der alte Stil? Oh, I'm sorry. Want some gum? Das ist der Joke. Well, if we're gonna be here forever, we might as well have fresh breath. Bro, was ein Ending. Das ist wirklich das Patrick-Ending. Das ist so ein dummes Ending, aber auch noch dümmer. Also sie hätten es schon noch witziger machen können, bin ich ehrlich. Für so eine Special-Folge hätten alle drei Enden besser sein können. Das Patrick-Ende, das Thaddeus-Ende, die kannte man ja nicht, aber das SpongeBob-Ende ist ja noch weirder eigentlich. Oh, und sie werden auch gefressen. Minty. Okay, das ist stark. Dass der Holländer dann direkt frischen Atem hat, natürlich. Das SpongeBob-Ending ist das einzige, wo sie zumindest nicht tatsächlich gefressen werden. Es wird offen gelassen. Sie werden für alle Ewigkeiten gejagt. Vielleicht kriegt er sie auch noch. Ist ja sowieso scheißegal, weil bei SpongeBob ist es irgendwie, also die Folge kann auch enden, wie sie sterben und dann leben sie in der nächsten wieder. Die Schokomilch-Werbung. Gab's die auf Deutsch? Wahrscheinlich nicht, ne? How about a glass of delicious, creamy chocolate milk? Oh, yummy! I love chocolate milk! And it's good for you! Und das ist auch gut für dich, Alter. Einfach so straight up eine Werbung, die von den Originalanimatoren, denke ich mal, oder zumindest von den Nickelodeon lizenziert wurde, wo SpongeBob einfach eine Schokoladenmilch bewirbt. Weil sonst gab es ja immer nur diese McDonalds-Werbung mit SpongeBob-Spielzeug oder SpongeBob wird eingeblendet und dann wird gesagt, hey, das neue Spielzeug für SpongeBob. Aber es wurde nie so richtig wie eine Folge einfach inszeniert. And it's good for you. Weil ein Schwamm ist, er saugt das auf. Chocolate milk. Süß. You can absorb it for yourself. Also, ist sogar so. Ja, Gut Milk. Es ist sogar diese. Das ist ja so alt. Also generell diese ganze Werbekampagne mit Gut Milk und so. Dadurch, durch dieses Ende mit der schönen SpongeBob-Schrift auch oder was auch immer, wie die heißt, wirkt das ja noch viel älter, als wär's aus den 60ern, 70ern. Aber das müsste ja irgendwo 2000er gewesen sein. Got chocolate milk? Diese Stimme allein, diese typisch amerikanische Werbestimme. Wild, wild. Cool. Und ich weiß nicht, ob... Oh, stimmt. Wie gut, dass das Shirt gerade dazu passt. Mihoi, mi noi.